Die hat mir diesen Burgerladen hier überschrieben. So, ihr Scheißbullen, das hier ist eine Geiselnahme. Du hier bewegst dich nicht oder ich lass die Granate fallen. Der steht. Oh, out! Oder du lässt. Allen! Oder du lässt den fallen! Okay. Ich hab mich doch gar nicht bewegt! Das ist eine Geiselnahme! Ich hab mich doch gar nicht bewegt! Bro, das war deine beste Geiselnahme. Also. Das war die schnellste Geiselnahme, die ich jemals gesehen habe. Ja, ich auch. Aus! Ich ruf, glaube ich, mal. Ja. Wenn man die in die Hand nimmt, geht die direkt hoch. Du musst gedrückt halten. Also hab ich! Also und dann auf einmal machst du mal im Ohr. Piep, 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 und dann ist hochgegangen. Oh nein! Hi! Hallo Medic! Wir haben eine schiefgelaufene Geiselnahme hier. Das war eine Geiselnahme. Das war eine missglückte Geiselnahme. Ja. Wir sind mit der Granate hochgegangen. Okay. Ich hab doch nur die Kasse mit. Das war nur Spaß mit der Geiselnahme. Ich wollte die Geschmacksexplosion im Burgershot nur verdeutlichen. Ja, warte, Kollege, wenn du wieder auf den Beinen bist. Du Schlawiner. Du kommst gleich mit. So ein Ding wird das. Das ist so ein Drecksack, ne? Ey, du weißt, was das Schöne ist? Also, er ist gerade einfach nur ein bisschen Magie gemacht, ne? Das Schöne ist, ich habe noch eine Granate. Also, oh Gott, wenn du das nicht zeigst, ne? Wenn du das nicht zeigst, ne? Aha! So ein Ding also. Mir geht's nicht gut, ich verliere Blut. Ich verliere eine Menge Blut. Ich verliere ganz viel Blut. Ich fall gleich um. Ich fall Hilfe. Aua, mein Blut. Ja, das ist hier auch nicht zu behandeln. Welche Farbe hat das Blut? Grün. Okay. Oh, danke. Zu viel Waldmeister genommen. Ja, viel besser. Warum sehe ich verschwommen eigentlich? Was hat die mir gegeben? Gestern bin ich die ganze Zeit mit Herrn Schwanzberg Schleife gefahren. Wir haben sehr viele Kriminelle. Frage, haben die auch so komische Leute bei sich bei der Medizin? Warum stehe ich jetzt eigentlich auf der Seite? Muss ich jetzt mit auf die Wache oder nicht? Ja, komm mit. Ja, der soll Polizist sein. Na, komm mal mit jetzt hier. Ja, ich komm doch. Ja, du kommst in die Karre mit. Ich schieß dich so da raus, ne? Wir treffen uns am PD. Du weißt, das wird eine. Wird da hier wir treffen uns am PD. So, ne? Toast hat jetzt gerade noch gesagt, du wirst es eh nicht zum Pili schaffen. Richtig. Guck mal, gut, dass wir nicht geschossen haben. Ne? Hilfe. Ist ja eh nicht weit gekommen. Hilfe. Oh nein. Ja, ich hab dir gesagt, komm mit. Hilfe. Wolltest du ja nicht mit. Ja. Wärst du mitgekommen, wäre das nicht passiert. Ich wollte schon mal zum Pili fliegen. Lol, Hand, guck mal auf dem Rücken, wie das aussieht. Ja. Guck mal. Also, ganz... Ja, warte, ich bin mal ganz kurz zu hinten, Afkai. Ja. Kann ich den zum... können wir den einfach da hinrollen? Können wir den zum PD schieben? Könnt den theoretisch zum PD schieben, das ist kein Problem. Dann können wir die Kursatzlösung, glaube ich, wieder entfernen. Ist das ein Kollege bei dir im Auto? Wer ist das? Ja, ich Cheffe. Ja, gib mir mal Autoschlüssel. Dann können wir den so mitnehmen. Sehr geil. Und ich fahre mit deinem Auto neben dir her. So, machen wir einen schönen Spaziergang. Bis rüber ins PD. Das wird ein langer Fußmarsch, das kann ich Ihnen sagen. Na, wie fühlt sich dann an, mit Opa spazieren zu gehen? Also ich dachte, der Altenkunst kommt immer später im Leben. Hast du jetzt Umschulung gemacht? Ich kann alles. Ach so. Ich bin Multitasking. Ich kann Menschen heilen, ich kann Pokémon heilen. Ich bin eine ausgebildete Notfallfachärztin. Allrounder. Dann haben wir jetzt eine richtig schöne große Kolonne. Die Karawane zieht weiter, der Opa hat Durst. Der Opa hat Durst. Ja, er genießt den Fall. Wie gut er ist, wählt ihm anscheinend. Er hat uns mit einer Granate in die Luft gesprengt. Ah, das war ich. Ich mag nicht weiter. Aber später durch den Park. So möchte ich mal streamen, wenn ich alt bin. Wieso für mich? Ja, weiß ich nicht. Du betreust die Alten ja ganz gut. Mit so einer Kamera noch davor. Ich betreue gerade einen Alten. Wenn sie mich noch mal am Ohr streicheln, wenn sie mich schon rumschieben. Mach ich gleich, wenn ich sie einmal kurz loslasse, okay? Okay. Sobald wir vorwärts kommen, kommen wir vorwärts. Hinterm rechten Ohr. Also wenn sie da nochmal... Ja, Moment. Oh. Haben sie... Danke. Haben sie... direkt zur Katze. Ich wollte gerade sagen, ich bin der Meinung, sie sind irgendwie wahrscheinlich mit einer Katze verwandt. So wie sie schnurren.
Weil ich inhaftiert werde. Das, ja. Dabei weiß jeder, dass das ein Versehen war. Ja, jeder weiß, dass das ein Versehen war. Da sprechen wir gleich im Präsidium drüber. Ich würde doch keine Geisel nehmen. Ich bin doch von der Kirche. Ja, habe ich gemerkt, nachdem die Granate herbekommen? Die habe ich aus dem Schwarzmarkt gekauft. Ja, das mache ich doch nicht besser, oder? Solange es keine heilige Handgranate ist, wird alles gut sein. Heilige Handgranate. Ja, ich habe gesehen, die heilige Granate. Ich komme jetzt nur mit einem Schaf, was dann so Boom macht. Das ist dann ganz, ganz wilde Sachen. Ja. Warum werde ich inhaftiert? Also gerade kriegen die nur einen Spaziergang. Ja, in Gefängnis rein. Ins Gefängnis. Ein Spaziergang ins Gefängnis. Genau so ein Ding. Ja, genießen Sie doch die letzten freien Minuten. Hier, warte, wir müssen Opa nochmal duschen. Nö, nicht nochmal. So, Opa, jetzt wird wieder geduscht. Nur so ein bisschen ran, nicht zu weit. Schiebst du mich jetzt echt ins Gefängnis? Nee, da sind Treppen. Also runterschieben kann ich da nicht. Außer wir machen Extremsport da draus. Dafür brauche ich aber vorher einen Helm, den ich ihn aufsetze. Und dann schon ziehe die Treppe runter. Hab leider keinen dabei. Ja, dann schiebe ich sie nicht mehr ins Gefängnis. Aber eine Knarre habe ich. Wir können ein paar Drive-Bys zusammen machen. Du schiebst. Du bei der Bank vorbei? Ich schieß. Einmal in die Bank rein, bitte. Pflegerin, Staatsbank. Die ist in der komplett anderen Richtung. Ich drehe. Ja, wir rauben jetzt die Scheiße aus. Die rauben gar nichts aus. Hallo, guten Tag. Grüßen Sie. Nicht da rein, guten nicht Tag. Da rein. So. Die war sexy. Ja, dachte ich mir, es scheint mir Alter zu gewesen zu sein. Ja. Wenn nach der Nummer fragen. Wir können es gerne da vorne mal probieren. Hallo, guten Tag. Gott, George! 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 Ich glaube, der ist leicht im Delirium. George, kennst du mich nicht mehr? Okay, wir können weiter. George hat anderes zu tun. Aber George geht's auf jeden Fall gut. Das ist doch schon mal schön zu wissen. So, dann mal die Tür aufmachen. Ja, ich bin nicht unschuldig. Ich bin unschuldig. Das sagen sie alle. Alles mit euch raus hier. Ich bin unschuldig. Ihr, Kollegen, schmeißt mal die zwei Pokémons hier raus. Raus jetzt hier runter, los. Ich hab hier ein Gänkchen, muss ich runter. Ich hab... So, ab in den Zellen jetzt erstmal hier. Ich hab nur eine scharfe Waffe, ne? Nicht wieder gehen. Nein, weiter runter, los. Kollegen, kümmert euch mal um die... Okay, das wird jetzt eine sehr lustige Fahrt nach unten. Ja, ja. Ich halte mich fest, ich halte mich fest. Du darfst hoch. So, wir bringen den Opa in die Großraumzelle, da hat er mehr Platz. Ja. Ja, aber da hat er kein Klo. Ich bin unschuldig, immer noch. Nee, ich bin auch Geschäftsmann, deswegen fahren wir jetzt zur Bank. Wir sind Geschäftsmänner, ja. Also, wenn Sie weiter runter... Kein Problem. Ich gebe euch das letzte Geld und mache eure Autopreise einfach teurer. Und erhöhe meine Provision. Dann hole ich mir das. Wie, was hast denn du in der Hand? Das ist gar kein... Das ist für das Teufelsglas, damit ich nicht arbeiten kann. Hast du eine Bong in der Hand? Wollte ich ja auch einen Schug? Ja, bitte gib mal einen. Ja, hier irgendwie mal einen Schug. Ja, das ist ein Schug. Hier, bitte schön. Oh, danke. Hier wäre eine Bank. Hier, ja. Da, wie viel? Ich hole jetzt erstmal eine Kreditkarte. Ja, das ist eine gute Idee. So, wie viel soll ich euch holen? Guck mal hier, links. Auf der linken Seite in dem Menü. Ja. Opa, ich hab nur eine scharfe Waffe. Nein! Ihr wollt mich scammen, ihr Wichser! Wir wollen sie nicht scammen! Ihr wollt mich scammen, ihr Wichser! Ihr korrupten Schweine! Nee! Ihr seid scammende Schweine! Nein, sind wir nicht! Woher weißt du, dass ich weglaufe? Du hast doch ein Menü im Gesicht! Nein, hatte ich nicht! Du kriegst mich niemals! Ich bin fit wie ein Turnschuh! Ich merk schon! Oh, danke fürs Freimachen! Halbe Volksbanken, Raiffeisenbanken! Bleib stehen hier! Nee, du bist ein Typ! Bleib stehen hier! Geht nicht, das ist... Aua! Ja! Auf unserer Seite!
Ey, nein, Achtung, du hast, ey. Der Zaun. Nimm mal das Auto weg. Fall mal das Auto irgendwo hin. Du hast einen Zaun im Gesicht. Du, und, also, ich werde mich ergeben, aber fahr das Auto weg. Okay, okay. Fahr das Auto weg und ich ergebe mich. Probier mal, mir Handschellen anzulegen. Haha, ha, du Wichser! Au. Gar nicht! Ey, das ist voll geil. Da kommt so ein Minigame und wenn du das richtig schaffst zweimal, dann knüppelst du den nieder und kannst dich verpissen. Ja, bist du jetzt dead oder bist du nur bewusstlos? Nee, ich bin quasi bewusstlos. Oh lol, das ist also ja geil. Also mein Bild wackelt, meine Augen wackeln. Okay, cool. Leg mir nochmal Handschellen an und drück mal F6 oder so. Oh, ich hab mich wieder befränkelt. Das oben? Maybe. No. Ja, was ist das? Die Kollegen ja schon. Was ist denn hier passiert? Gott sei Dank. Ich bin einfach angefahren, hat sie mich angefahren und liegen lassen. Wer hat sie angefahren? Wer? Junge Lady. Name Frau im Urlaub. Wer hat sie angefahren? Weiß ich nicht. Mein Telefon klingelt. Moment. Die kam da angefahren. Er ist ausgeraubt. Ja, hier ist Valentin, wer spricht? Ja, wer soll denn hier sprechen? George, ich war im Gefängnis. Die haben mich mit dem Rollstuhl ins Gefängnis gebracht und haben mich in dem Hydranten gewaschen, die korrupten Schweine. Damit ich freigekommen bin, musste ich denen $130,000 geben und 20 kriegen die noch von mir. Oh Gott, ich bin nach Hause, wenn ich das höre. Ja, komm mal hier zum Mace Bank Tower, bitte. Mace Bank Tower, wo ist denn das? Ja, das... Na, da, hier, da wo der FIB Tower ist. Weiß ich nicht. Ich habe einen Schlag auf den Hinterkopf gekriegt und dann haben die meine Handtasche mitgenommen. Ich habe nichts gesehen, das ging alles so schnell. Oh, scheiße, steigen Sie ein, ich bringe Sie zur Bank, ich ersetze Ihnen das. Kommen Sie mit. Nee, ihr nicht. Doch, wir kommen. Ich fahre jetzt mit der Lady weg. Nee, ja, die Lady kann ja trotzdem mitfahren. Also. Komm nicht in meinem Auto. Oh Gott, die Dame fährt. Nee, dann fahr ich. Okay, fahren Sie schnell! Das wünschst du dir, ne? Jetzt können Sie einsteigen, Beifahrer. Opa, nicht jeder ist kriminell, ne? Ich bin auch nicht kriminell. Ich hab eine Kirche. Ja, das die Heilige war eine Granate hat was anderes gesagt. Das ist keine kriminelle Kirche. Natürlich, sie laufen mit scheiß Scharfschützengewehren. Das habe ich im Darknet bestellt. Ja, das ist Darknet, genau. Ja! Schwarzes Netz, jetzt mein Freund. Polizei, was ist denn daran illegal? Nee, das sind korrupte Schweine. Ja, dann kriegen sie gleich. Hammer, wer fährt mich denn hier an? Lackgesoffen oder was? Was ich kann halt die Fresse. George! Was macht ihr mit Valentin? Die scammt mich, die... Was für mich anfangen hier? Nicht halt die Fresse. Entschuldigt mal, was ist denn hier? Sind Sie der Scapman? Hä? Wer sind Sie? Also geht dich das denn an, halt George, die korrupten Schweine haben mich... Wer bist du denn? Bist du der Typ von Call of Duty? George! Hör mir zu! Valentin! Pass auf! Ich war im Burgershot! Wo warst du? Ich bin mit meinem Jetpack dahin geflogen! Was? Und dann bin ich hin, wollte ich was essen gehen! Und dann, da wollte ich einen kleinen Spaß machen und hab gesagt, ey, das ist eine Geiselnahme, ihr Wichser! Ich hab eine Granate und ich hab schon den Stift gezogen! Aber ich hab wirklich den Stift gezogen und das Ding ist hochgegangen und ich hab uns alle in die Luft gesprengt! Danke. Der Hut ist mega! So, aber wir sind ja fertig, ne? Ja! Ja. Danke für die großzügige Spende, ne? Das war keine Spende, das war Erpressung, du Wichser! Dankeschön. Wo hast du eigentlich 120 Riesen her? Kirchensteuer! Verdammte Scheiße, warum bin ich eigentlich blank? Guck mal! Ja, Entschuldigung, hey! George, pass auf! Ja. Ich hab alle Autohäuser gebaut! George, lauf! Und noch eine! Ich hab den Opa mitgenommen.